Sitzen deine Lead Vocals nicht richtig im Mix, egal was du probierst, dann ist dieses Video für dich, denn ich zeige dir jetzt 6 Techniken, mit denen du deine Vocals besser im Mix integrieren kannst. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Egal ob du mit Logic Pro arbeitest, mit Cubase oder irgendeiner anderen DAW, in 90% der Fälle spielt die Hauptstimme auch die Hauptrolle in einem Song. Das heißt, sie muss gut verständlich sein, du musst verstehen, was die Stimme erzählt, also von der Sprachverständlichkeit her. Und sie spielt auch die Hauptrolle insofern, dass sie am weitesten vorne sein muss. Ja, das heißt, die Lead Vocals müssen weit vorne im Mix drin sein, aber sie müssen auch irgendwie im Mix eingebettet sein. Und oft ist es so, dieses Problem haben viele, vor allem viele Anfänger beim Abmischen, dass die Stimme entweder irgendwie seltsam abgekoppelt vom Mix klingt, also irgendwie zu weit vorne drin und die Band irgendwie zu weit hinten, oder aber die Vocals haben keine Sprachverständlichkeit und ersaufen komplett im Hall und du hörst gar nicht mehr, sind das jetzt die Lead Vocals, die Geschichte erzählen, oder soll das irgendein Element im Mix sein, das hinten drin so mitwabert. Deswegen ist es wichtig, die Stimme optimal im Mix zu platzieren, aber wie geht das denn nun, wie macht man das am besten? Ich gebe dir jetzt 6 Tipps, mit denen du deine Stimme besser im Mix platzieren kannst, ohne dass es zu weit vorne oder zu weit hinten klingt. Und wir legen gleich los mit Tipp Nummer 1. Und das ist dein Volume Fader. Ja, so banal wie das klingt, so einfach wie das klingt, dein Volume Fader oder dein Fader hier im Kanalzug ist die einfachste und effektivste Möglichkeit, deine Vocals in den Mix zu bringen. Denn hast du sie leiser oder machst du sie leiser, sind sie ein bisschen weiter hinten im Mix, und machst du sie lauter, kannst du sie weiter nach vorne holen. Probieren wir es gleich mal aus hier. Okay, also über den Lautstärkeregler ist es am einfachsten. Wenn du es leiser machst, schiebst du deine Stimme weiter nach hinten. Wenn du es lauter machst, kommt sie ein bisschen weiter nach vorne. Kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2, wie du deine Stimme besser in die Tiefe bringen kannst und besser mit dem Mix verbinden kannst, und das ist der EQ. Ja, mit dem EQ kannst du schon wesentlich genauer arbeiten. Ja, mit dem Volume Fader hier kannst du die Stimme nur insgesamt lauter oder leiser machen. Mit einem Equalizer kannst du jetzt bestimmte Frequenzen lauter oder leiser machen und dadurch wird die Sache interessanter und du kannst wesentlich genauer vorgehen. Menschliche Stimmen, oder die meisten zumindest, haben zwischen 2 und 5 Kilohertz entscheidende Anteile, die wichtig sind für die Sprachverständlichkeit und wie gut wir eine Stimme wahrnehmen oder hören. Also probiere ich mal, diesen Bereich jetzt hier anzuheben, so zwischen 2 und 5 Kilohertz. Das habe ich hier schon mal probiert vorher. Ich schiebe das nochmal hoch. Ich habe es jetzt natürlich übertrieben, das ist, war viel zu 9 dB angehoben oder jetzt sogar 7. Also wobei man das auch machen kann teilweise. Aber du hörst, wenn ich hier in diesem Bereich, der ist nicht bei jeder Stimme gleich, wenn ich hier anhebe, dann kann ich die Stimme ein bisschen weiter nach vorne in den Mix bringen. Und dann poppt sie so ein bisschen mehr raus, ohne abgekoppelt zu wirken. Das Gegenteil passiert natürlich, wenn du Frequenzen absenkst, die wichtig sind. Da kannst du sie weiter nach hinten schieben. Was du mit dem Equalizer auch machen kannst, ist, das ist ja keine Einbahnstraße, du kannst auch Frequenzen in anderen Instrumenten absenken, die drohen, den Mix zu maskieren oder deinen Gesang hier zu maskieren, meine ich. Also wenn jetzt zum Beispiel die Gitarren, wenn du die dir anguckst, und die haben hier bei 3K oder hätten jetzt bei 3K hier große Anteile. Hat die jetzt hier nicht, aber dann könnte ich auch versuchen, ganze Instrumentengruppen abzusenken in diesem Frequenzbereich oder eben diese Gitarre oder welches Element auch immer sich mit dem Gesang um diesen Frequenzbereich streitet. Tipp Nummer 3 ist die Kompression. Kompression eignet sich in dem Fall sehr gut, wenn es jetzt darum geht, den Gesang in den Mix zu bringen. Ist es in dem Fall sehr gut, wenn du eine Stimme hast oder eine Sängerin hast oder einen Sänger, der sehr dynamisch singt. Das heißt, der einmal sehr, sehr laut singt und dann wieder sehr, sehr leise singt und vom Mikrofon weggeht. Und das ist natürlich schwierig, so eine Performance jetzt sauber, allein schon so sauber in den Mix zu kriegen, weil er ja ganz laute Stellen hat und ganz leise Stellen hat. Und deswegen ist hier ein Kompressor ganz gut, denn damit kannst du die lauten Stellen leiser machen, die leisen Stellen lauter machen.
und kannst das komprimierte Signal dann insgesamt ein bisschen anheben. Wir schauen mal an, wie ich das hier gemacht habe. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Ja, also hier habe ich versucht, die Pegelspitzen ein bisschen abzufangen. Man muss jetzt hier sagen, bei der Performance, ich habe auch die Vermutung, das ist ein Vocal Sample, dass da schon ein bisschen Kompression mit dabei war. Also du siehst auch, dass hier keine großen Ausschläge da sind. Aber gut, das ist jetzt so an Anschauungszwecken hier, praktisch die Pegelspitzen abzufangen und dann mit dem Make-up-Gain das wieder reinzuholen, was ich leise gemacht habe. Und so hast du insgesamt von der Lautstärke her, von der Dynamik her, du schränkst den Dynamikumfang ein und damit kannst du die Sängerin natürlich ein bisschen nach vorne holen und auch ein bisschen sauberer in den Mix bringen, weil wie gesagt, es sind keine so großen Lautstärkeunterschiede. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if I say I don't love you, you know it's not true. Man könnte jetzt hier, wenn die Stimme immer noch nicht, wenn du die noch ein bisschen weiter vorne haben möchtest, könntest du auch einen zweiten Kompressor jetzt hier direkt noch dahinter einsetzen. Also oftmals ist es so, dass du, wenn du zwei Kompressoren in Serie einsetzt und die nicht so stark komprimieren wie ein Kompressor, der stärker komprimiert, dass du dann ein besseres Ergebnis bekommst. Die Stimme sitzt besser im Mix, sitzt sauber im Mix und ist trotzdem relativ gut vorne drin. Das ist aber auch immer unterschiedlich. In dem Fall würde jetzt mir ein Kompressor reichen. Die nächste Möglichkeit, wie du deine Stimme besser in den Mix bringst, ist das berühmte alte Delay. Und ich arbeite hier sehr, sehr gerne mit einem Sample-Delay. Und hier auch ganz speziell ganz gerne mit dem Haas-Effekt. Der Haas-Effekt besagt, dass alle Delays, also ein Delay ist ja im Prinzip eine Wiederholung, dass alle Delays, die unter 30 Millisekunden sind, dass die nicht als Wiederholung wahrgenommen werden. Ja, die werden nicht als Wiederholung wahrgenommen. Und das können wir uns zunutze machen. Damit können wir zunächst mal die Stimme breiter ziehen, aber wir können sie auch hervorragend in den Mix drücken, wenn wir die Stimme breiter kriegen. Ich demonstriere dir das hier mal. Ich habe ein ganz normales Sample-Delay, also ein ganz normales Stereo-Delay. Ich habe zwei Delay-Lines, eine links und eine rechts. Ja, beide habe ich jetzt unter 30 Millisekunden eingestellt. Und da kannst du jetzt gleich hören, wie extrem man diesen Effekt hört, wie die Stimme breiter wird, aber hör mal auch, wie sie in den Mix so ein bisschen zurückfloppt. Ja, so kannst du so ein kleines bisschen mehr in den Mix zurückschieben und sie sitzt einfach sauberer drin, ja? Ich schalte es gleich mal zu. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine, right? Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if I say I don't love. Also ein sehr beeindruckender Effekt und sehr, sehr einfach auch gemacht. Also wir können es nochmal solo anhören und dann mache ich auch mal über 30 Millisekunden, damit du hörst, was dann passiert, wenn ich hier über 30 Millisekunden gehe. Dann wird es nämlich zu einem richtigen Delay. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Extrem. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Ja, also wenn du über 30 Millisekunden gehst, dann wird es als Wiederholung wahrgenommen und bringt in dem Fall jetzt nichts mehr. Aber das ist ein extrem beeindruckender Effekt und ich benutze das sehr, sehr oft. Also du brauchst keine Signature-Plugins von Mixing Star XYZ, weil da ist das mit Sicherheit auch drin verbaut, sowas. Oder ein Vocal Double oder sowas. Mit so einem einfachen, stinknormalen Plugin, mit so einem einfachen Stereo-Delay, das hast du auch in Cubase, hast du auch in Studio One oder wo auch immer, kannst du die Stimme schon wesentlich fetter machen. Und du kannst die besser in den Mix bringen. Du musst natürlich jetzt nicht so den Haas-Effekt anwenden. Du kannst auch über ein ganz normales Mono-Delay zum Beispiel, über so ein Achtel- oder Sechzehntel-Delay, die Stimme ein bisschen weiter nach hinten in den Mix bringen. Das ist jetzt hier Bus 9. Zeige ich dir auch mal. Machen wir es jetzt mal solo. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Jetzt hörst du, dass die Stimme so ein bisschen weiter nach hinten in den Mix, wenn ich den Mix gleich zuschalte, in den Mix rückt und dass es sich so ein bisschen in der Tiefe mit dem Mix verbindet durch dieses Achtel-Delay. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if
wenn ich es ausmache, kommt es gleich wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Also entweder hier so ein Sample, so ein Stereo-Delay, Haas-Effekt eignet sich sehr gut. Oder einfach ein Tape-Delay, ein normales Mono-Delay. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel ein bisschen weiter nach links gerückt. Du kannst es aber auch einfach in der Mitte lassen, dass es so nach in der Mitte nach hinten ausklingt. Auch damit kannst du deine Vocals besser in die Tiefe bringen. Kommen wir zum nächsten Effekt. Den haben viele nicht auf dem Schirm und das sind Modulationseffekte. Durch Flanger, durch Phaser, durch Chorus-Effekte kannst du die Stimme auch besser nach hinten in den Mix drücken. Gerade beim Flanger oder beim Chorus entsteht durch die leicht verzögerte Zweitwiedergabe des exakt gleichen Signals entstehen Phasenverschiebungen und auch Klangfärbungen, ganz schöne teilweise. Und auch das bringt eine Stimme oder ein Element ein bisschen weiter nach hinten in den Mix. Ich zeige dir es gerade mal hier. Ich habe hier einen Flanger als Send-Effekt eingebaut und den fahre ich jetzt hier zu als Send. Und das ist in dem Fall Bus 8. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we won't make up. Da hört man es jetzt nicht so gut. Da müsste ich jetzt hier noch ein bisschen hin und her spielen, auch mit der Lautstärke. Ich mach's mal direkt in den Kanalzug rein, dann hörst du es sofort. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if I say I don't love you, you know it's not true. Cause loving's what we do. Also das hörst du auch hier sehr, sehr gut. Kommt besser jetzt im Kanalzug direkt. Über den Send hast du dann mehr Kontrolle. Da muss ich halt hier ein bisschen rumspielen mit dem Send-Anteil und der Lautstärke, dass es dann nicht zu laut wird. Also auch solche Modulationseffekte können dir helfen, dir deinen Gesang besser in den Mix zu bringen. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Tipp. Und das ist das Hall oder Reverb. An das denkt man eigentlich als erstes, wenn wir über sowas reden. Und ich habe jetzt hier, man arbeitet ganz gern mit zwei Halls bei Vocals, einem Room- oder Ambience-Reverb, das also nicht so groß ist, und ein längerer Hall, auch wieder um die Vocals mehr in die Tiefe zu bringen. Ich habe den jetzt hier, weil das ist eine Stereospur, direkt in den Kanalzug geladen, mein Space Designer, 2,0 Sekunden, Tight Room, das ist ein Preset und der ist nicht besonders lang und somit können wir die Stimme auch schon mal so ein bisschen größer machen und sie geht auch ein bisschen besser in den Mix, können wir sie auch ein bisschen besser im Mix unterbringen. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we won't make up like we always do. Even if I say I don't love you, you know it's not true. Also ein kleinerer Raumhall oder Ambience-Hall, der hier ein bisschen für Räumlichkeit sorgt, hilft auch schon, den Gesang ein bisschen weiter nach hinten zu bringen und dass er vor allem auch natürlicher klingt und nicht so trocken klingt. Du kannst jetzt natürlich auch noch mit einem größeren Hall arbeiten. Gerade wenn wir jetzt an die Stelle nach hier hinten kommen, wo es dann ein bisschen halliger wird insgesamt auch vom Arrangement her. Und hier habe ich jetzt einen wesentlich längeren Hall noch mit dazugenommen als Send-Effekt in diesem Fall. Und der hat 4,3 Sekunden. Da kann man jetzt natürlich wesentlich mehr machen. Und ich kann in diesem längeren Teil jetzt auch mal gleich probieren, die einzelnen Effekte hier miteinander zu kombinieren, wie ich den Gesang dann hier am besten in die Tiefe bringe. Even if we fight, it's all right. Even if we yell, we'll be fine by. Cause we can break up, but we won't make up like we always do. Even if I say I don't love you, you know it's not true. Cause loving's what we do. Ja, wenn du es noch weiter in die Tiefe bringen willst oder wenn es ein Arrangement ist, wo tatsächlich insgesamt auch viel Hall ist, dann kannst du natürlich auch mehr Hall und extremere Delay-Fahnen anwenden. Das ist klar, das passt du auch ein bisschen an. Du kannst auch ein sogenanntes Global Reverb benutzen. Das heißt, du nimmst es am besten einen Raumhall und an den schickst du dann alle Instrumente. Das kann auch eine Hilfe sein. Du schickst alle Instrumente, bekommst ein bisschen was von dem Raumhall ab. Die Drums, der Bass, die Gitarren, Piano und eben auch der Gesang. Damit kannst du zum einen so ein bisschen Mix-Glue bekommen, dass du den Mix insgesamt ein bisschen mehr zusammenpappst, dass er schön tight klingt. Und du kannst natürlich dafür sorgen, dass sich die Stimme sauber
mit dem Mix verbinden. Ich mache es jetzt nochmal gerade bei dieser Stelle so, dass ich alle Effekte abschalte und dann zuschalte und vielleicht eine Kombination aus denen versuche. All right, even if we yell, we'll be fine, but 'cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if I say I don't love you, you know it's not true, 'cause love is what we do. Okay, habe ich jetzt noch irgendeinen Tipp vergessen? Dann schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Was sind deine Tipps? Wie bekommst du am besten deine Vocals in den Mix? Das würde mich interessieren. Bestimmt gibt es noch mehr Möglichkeiten. Wenn du wissen möchtest, wie du am besten dein Reverb für den Gesang einstellst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir genau, wie du mit dem Reverb arbeitest. Wenn du mehr über Sidechain Compression wissen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video hier, da erzähle ich alles über Sidechain Compression. Ansonsten freue ich mich, wenn es dir gefallen, natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten, und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!